Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir wollen jetzt nach Mythcast Labyrinth reisen. Jetzt 16 Tage brauchen, glaube ich, war das. Und da sind wir auch schon. So, dann würde ich hier auch noch mal kurz ein Save Game auf die 2 packen. Ja. Dann müssen wir hier irgendjemanden retten. Kriegen dann 8000 Gold, wenn wir das getan haben. This is no ordinary rogue. You see from the start. You notice a scar above the rogue's right eye. The symbol of the blades. Die klingen also. Ja, da wollen wir nichts von dem mitnehmen. Also die Klingen, die Blades, die eigentlich. Hier ist irgendwo eine geheime Tür. Hier ist eine geheime Tür. Da haben wir eine geheime Tür. Und wo führt die hin? Das Wasser hier jetzt? Hier nirgendwo. Mal schauen, wo es hier hinführt. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Mal schauen. Vielleicht werden wir hier wieder attackiert. Nein. Ah, von einem Ritter. Sind wir jetzt stärker als der? Ja. 35 Gold, nice. Aber nichts, was wir brauchen, hat er. Und hier haben wir schon mal die nördlichste Wand. Ja, wir müssen hier irgendwem retten. Auf westlichste Wand. Ja, lass mal hier eben noch mal kurz nach Norden. Boah. Da ist Zombies. Er hat wenigstens 50 Gold dabei. Und noch mal Gold. Sonst gibt es hier nichts. Mal schauen, wohin das hier. Also führt wahrscheinlich auch zu einer Sackgasse, aber vielleicht ist da irgendwas. Oh. Leben müsste ich mal auffüllen. Und dann gab es da noch eine Tür. Ja, 32 Gold. Aber was hat uns jetzt geschossen? Mit einem Zauber oder so? Vielleicht ist hier Gold. Kein Gold. So, südlichste Wand. Ist kein großer Dungeon. Okay, zumindest von der Seite her. Die andere Seite haben wir kaum erkundet. Und da auch einfach aus dem Nichts. Der Dreckspinne, ey.
Da sieht's auch interessant aus. Waren wir hier schon? Im Grunde ja. Dort ist nichts. Dann lass mal wieder hier hin und dann weiter da. Hier waren wir, glaube ich, auch schon. Nur nicht in dem Raum. Aber wir kommen. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Nochmal einen kleinen Safe Game machen. Auf der 3. Da war eine Spinne irgendwo. Ich glaube, da müssen wir rein gleich. Ja, Spinnen. Das sind die Viecher. Okay, hier ist doch niemand. Aber es ist auf jeden Fall eine Eisentür. Da waren wir jetzt noch gar nicht drin. Müssen wir nochmal zurück. Hier. Hier. Katana. Den nehmen wir schon mal mit. Irgendwo eine Tür? Ja, da hinten. Hier ist eine geheime Tür. Ach, geil, wieder. Und Ring. Ring haben wir aber schon, aber den können wir sicher gut verkaufen. Rolls Regenerator, wo ist der? Das Mistviech. Und der Troll hat nichts. So, dann. Im Raum waren wir auch noch gar nicht, ne? Nochmal zurück, umdrehen. Wehe, du regenerierst wieder. Okay. Muss hier irgendwo sein. Jo, hier. Hat sich voll gelohnt. Ja, komm, ich will daran vorbei. Gehen wir hier jetzt rechts und dann hier entlang. Immer diese Orks. Potion nehmen wir mit. Abla lassen wir hier. Dann gehen wir hier hin. Schauen wir mal nach, ob hier eine geheime Tür ist. Nicht ist. Aha, kommst nicht an mich ran. Hier gibt's wieder nichts. So, dann haben wir hier jetzt die östlichste Wand. Erreicht. Aber noch eine Tür. Aha. Late Graves nehmen wir auch mit. Nur mal so. Boah. Hier ist hinter mir keiner. Aber ich höre hier noch irgendwo einen. Gehen wir mal hier rum. Und weg ist er. Ist auch nicht hinter mich gespawnt.
Also super. Der Weg hat sich echt gelohnt. Hier entlang. Hier gibt es wieder nichts. Vielleicht eine Tür? Ah, da geht es weiter runter. Ja, aber wir gehen noch nicht hier da rein. Wir wollen hier oben noch ein bisschen weiter erkunden. Ey. Spawnt er direkt einfach vor mir wieder und nochmal neu. Ich hoffe, der bleibt jetzt tot. Bleibt tot. Was? Okay. Geht uns nur der Bereich. Ich hoffe, der ist gedespawnt. Egal. Irgendwo kriege ich noch Schläge. Der auch einfach von hinten. 19 Gold, Dankeschön. Und der hat nichts. Oder? Hat der? Ne, der hat auch nichts. Durch. Geil, wieder Gold. Crystal Plattenhelm. So, dann einmal noch da rein, dann können wir wieder hier hin. Ruf sich Gold. Lecker und Buckler. Keine Ahnung, wo der aber herkam. Die spawnen auch einfach irgendwie hin und wieder mal hinter einem. Gold. Da Richtung Süden. Hier dann nochmal rechts. Und dann wieder links. Binne. Ja. 63 Gold. Dankeschön auf jeden Fall. Sonst haben die nichts Nützliches. Dann gehen wir. You sense the Minotaurus nearby? Ah, ein Minotaurus ist hier. Okay. Minotaurus, da habe ich nichts gegen. Die sind auch nicht schwer. Will ich aber trotzdem vorsichtshalber hier nochmal ein Safe Game machen auf die 3. Was ist denn jetzt nur ein Kreis? Nur ein Kreis. Ging es jetzt auch weiter? Okay. Ah. Ende. Hier ist auch Ende. Und da gibt es gar nichts hin. Gold, 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 Gold. 94, nice.
Okay, wo geht's weiter? Wo finden wir jetzt die gesuchte Person? Das sieht hier sehr verdächtig aus. Krass. Krass verdächtig, was das hier jetzt. Da springen wir mal rüber. Aha, aha. Kannst da hinten bleiben. Wir gehen erstmal hier rein. Hier gibt's nichts. Hier aber auch nichts. Aber dafür haben wir gleich den kompletten südlichen Part hier erkundet. Wo war hier jetzt der Ausgang? Ich glaube. Hä? Ging ja gerade unten was runter? Unten links? Leben oder. Ich hoffe eher Ausdauer. Nein! Wo ist der Zauberer? Hier haben wir eine Säule. Ja. Hier kann man ja überall runterfallen. Aber jetzt will ich wissen, gibt es da irgendwas? Nö. Gar nichts. Aber ich. Nice. Kann man verkaufen. Hier geht's auch weiter. Oder auch nicht. Ja, das ist alles hier ein schwarzes Loch, einfach nur hier. Und fallen wieder runter, natürlich. Gold und Bracelet. Ja, dann gehen wir hier mal Richtung Norden weiter, falls da einen Weg gibt's. Nö, hier ist schon Ende. Du warst das. Ruhe und Frieden. Nachtklinge. So, dann komm, egal, dann springen wir mal so runter. Und schauen hier mal uns weiter um. Gibt's nichts. Toll. Oh, Spider has nothing. Wieder eine Spinne.
Gold. Und ein Bracelet. Aber wo ist jetzt das Fighten Minotaurus? Er kann dann nur noch hier irgendwo sein. Gold. Was ist denn das Viech? Ernsthaft? Hier schon? Ja, aber das führt hier halt nur wieder. Also, dann müssen wir es hier mal versuchen zu schauen. Kann nur noch hier sein, irgendwo. Hier überall. Keine Ahnung, wo der sein kann. Oder wo der sein soll. Hier ist wieder Ende. Hier ist Ende. Haben wir gefunden. Bracelet. Und wir haben sie gefunden. Dragon's Teeth, a rescuer from Queen Miyurt. Harry, I must be home in Skaven by Lurida's 26th of Frostfall. Wir haben sie. Mal kurz Save Game auf die 3. 8000 Dollar, ne, nicht Dollar, Gold sind unser. Hier war das jetzt. Ja, dann heißt es jetzt hier runter, dann hier diesen kleinen Tunnel gehen. Kommen wir hier wieder an. Nein, nicht diesen Tunnel, nicht dieses Loch. Hier gibt es sonst nichts. Oder was gibt es hier noch? Die Möglichkeit. Doch, hier war doch dies. Ja, sind wir richtig. Perfekt. Dann müssen wir aber hier hinten noch gucken. Kein Gold. Okay. So, und hier. Wo war hier der Ausgang? Einfachster Weg hier runter. Dann wieder hoch, der erste. Ja, okay. Denke, kriegen wir hin. Ich hab gesagt, ich denke, kriegen wir hin. Nicht so ganz, wie ich geplant hatte, aber wir kommen der Sache näher. Und dann müsste hier jetzt der Ausgang sein. Ja! Nach Skaven! So, wann kommen wir an? Frostfall oder Sun's Dusk hat die gesagt, muss die da ankommen. Die ist noch da und es ist Nacht. Bitte seine Taverne, bitte seine Taverne. Nein, wo haben wir eine Taverne? New Sunrise. Hatten wir hier nicht eine Taverne gehabt, schon gesehen gehabt, gefunden gehabt?
Bin so ein Idiot, dass ich die nicht hier. Da haben wir zwei Dingens, aber keine Taverne. Warum habe ich keine Taverne markiert? Bin so ein Depp. Richtiger Volldepp bin ich. Ja, zwei Magier. Ja. Was sagt denn die Uhr? 2.47 Uhr. Und was sagt die Quest nochmal? Wann muss die da sein? Second of Evening Star. Okay. Also haben wir noch jede Menge Zeit, bis die da sein muss. Die 8000 Gold. Ich hoffe, das ist jetzt eine Taverne. Oder das da sieht nach Taverne aus. Bitte seine Taverne. Ja, Taverne! Oh, geil. So, ich hätte gern ein Zimmer. Komm, Doppelzimmer, ja? Ja, 20 Gold, geht klar. Sagen, wir gehen aber auch hier hin, weil ich das Gefühl habe, dass wir gleich attackiert werden, wenn wir jetzt hier kämpfen for a while. 5 Stunden. The warrior bearing your path is obviously an agent of the blades and no mercenary, for there is a telltale scar over the warrior's right eye. Ja, 38 Gold. Oh komm, davon können wir ein bisschen was mitnehmen zum Verkaufen. Ach, noch einer. 30 Gold. Können wir nicht mitnehmen. Können wir auch nicht mitnehmen. Ah, schade. Der hat 46 Gold. Können wir auch nichts mitnehmen, auf jeden Fall. Dann sagen wir jetzt nochmal 3 Stunden. Ja. Okay. 50 Gold, nice. Okay, können wir auch nichts mitnehmen. Was sagt die Uhr? 5 Uhr. Wo ist noch ein Gegner? Schnell, 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 schnell. Der hatte ein Gold, wow. Okay, jetzt 2 Stunden. Ah, perfekt. 1000 Gold abholen. Genau, Nordosten war das. Und dann frage ich mich eigentlich, warum wir nicht sowas öfters machen, solche Quests. Weil gibt ordentlich Kohle. 8000 Gold, ja?
Sahin. You have rescued my heir apparent from the blades, and my gratitude to you is enormous. Please accept the 8,000 gold pieces as a token of the debt I owe. Good luck in your travels. You will be remembered in Skaven. So, dann haben wir jetzt 21.000 Gold wieder. Nice. Wir könnten da jetzt eigentlich in der Magiergilde mal schauen nach dem Belt. Vielleicht war das die falsche Magiergilde. Skaven. Da sollte eigentlich ein Ebony Belt sein. Wo so. Haben wir die markiert überhaupt? Magiergilde? Nee, leider nicht. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dahin. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!